Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Hexit. Ja, bevor es losgeht mit dem richtig vielen Action-Zeug, möchte ich gerne noch in dieser Baufolge eigentlich die Monsterfeuer ein bisschen ausbauen, dass wir bessere Items bekommen. Und dann eigentlich noch Farmen natürlich, Mob-Farmen. Die werden sicher Items dann geben, die Bosse geben vor allem gute Items. Und mal schauen, was so möglich ist. Der Ding-Mod, der Portal Gun Mod, ist nicht der falsche Knopf. Ich weiß jetzt nicht, wie man die Mob-Falle eigentlich noch effektiver machen. Oder warte kurz. Können wir irgendwie einen Turm ändern? Da gibt es ja genug Mob-Ding. Oder gibt es nicht so einen Mod, wo man eine Kiste umplatzieren kann? Kann man damit nicht auch Portale umplatzieren? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne den Mod zu wenig gut. Also das Mod-Pack eher gesagt. Ja, es bleibt halt so uneffizient. Weil, weil halt die Mobs nicht richtig spawnen können. Beziehungsweise halt nur schlecht runterkommen. Blöder Zombie, geht's noch? Mich so zu erschrecken. So, wir machen es auf drei Seiten, weil auf der einen Seite ja das Ding im Weg ist, der Eingang. Beziehungsweise könnten wir schon ein bisschen rüber, aber oh, sieh den Home. Falle ich fast noch da rein. Dass wir hier schon ein bisschen rüber können, aber das sieht nicht schön aus. Okay, nein. Wir müssen jetzt einfach weiter. Okay, wir machen es vielleicht mit der. Reparieren kann man es ja schon in dieser Version. Amboss ist hier. Dann machen wir jetzt das einfach mit dieser Spitzhacke. Oder wir können nochmals ein bisschen verzaubern. Haltbarkeit drauf machen ist wichtig. Ja, okay. Afterlife. Ja, so geht's plötzlich. Hä? So geht's plötzlich. So. Ha, wieso langsam, wenn es auch schnell geht. So. Also Mobfalle ausbauen. Und was haben wir im letzten Part noch gesagt? Die Bücherregale machen, stimmt. Und auch ein bisschen an, zu den Schokoboss schauen. Und vielleicht wäre es doch manchmal auch ein bisschen effizienter, zu einem Turm zu gehen und die Monster einfach runterfallen lassen. Irgendwie, dass sie Schaden bekommen, dass wir es leichter haben. Oder so. Je nachdem. Wir leveln jetzt hier ein bisschen in der Mobfalle. Dann werden wir noch ein Schwert haben und vielleicht noch gute Ausrüstung. Und dann werden wir zu einem Turm gehen. Oder irgendwo, wo es recht viele Grundmonster hat. So. Jetzt müsste ich eigentlich das Wasser hier reinlegen. So gehen die Monster aber. Hallo. So gehen aber die Monster halt nicht so gut runter. So, jetzt habe ich das Wasser weg.
Warten das Wasser hier. Okay, dann weiß ich es, dass ich es jetzt so machen soll. Wasser holen und dann geht es eigentlich los mit dem Angreifer-Ding. Da unten ist das richtige, das nächste Wasser. So. Einfach, dass ein paar Monster wenigstens reingespielt werden. Machen wir hier mal. Ja, das geht ungefähr gut. Ja. Also, jetzt machen wir wieder aus hier. Vor lauter Denken habe ich da richtig viel falsch gemacht, schon fast. Und ja. Das machen wir so. Und jetzt hier noch die Ding zu. Ah. So, jetzt noch kurz nach oben. Da noch zumachen. Hallo. Hallo Zombies. So. Ihr müsst hier runterfahren. Kommt schon. Dass wenigstens jetzt mal etwas geht. Ein bisschen besser kommt. Ein bisschen besser spawnt. Also. Naja. Da ist ein Creeper, der nicht da sein soll. Ja, toll. So. Das Pferd müsste eigentlich auch nicht da sein. So. Seid ihr jetzt unten? Hallo. Kommt jetzt runter. Hallo. Ich weiß, dass ihr runterkommen. Oh. Es fängt an. Es fängt an und ist schon wieder vorüber. Nein. Boah, hey. Na toll. So, dann fährt man hier nicht runter und jetzt ist ganz ruhig. Ja, sehr ineffizient, wirklich ineffizient. Die können einfach nicht runterfahren. Wieso nicht? Also wir machen das anders. Dann machen wir hier Abbruch. So. Da ist plötzlich die Stone Slab. So. Also, machen wir das besser. Ich sage sogar Herzen an. Wir gehen jetzt zu einem Turm und schauen dort, wie wir das am effizientesten machen können. Wir nehmen das Chocopedia am besten. Ah, jetzt ist auch Nacht. So. Also. Wir brauchen Level. Gehen wir zu einem Turm und kämpfen dort einfach. Ich bin ja gut genug gepanzert. Wir könnten noch irgendwas machen aus den Diamanten. Aber nein, noch nicht.
Ja. Dann geht's eigentlich los. Wir haben alles. Okay, vielleicht noch ein bisschen Weizen mitnehmen für Brot. So. Dann wird das halt nicht ganz eine Baufolge. Weil Baufolgen auch ein bisschen langweiliger sind, weil es halt nicht so coole Sachen gibt. Aber ja, mal schauen. Momentan gibt es halt auch wenig zu bauen, weil ja, am Haus muss ich noch arbeiten, aber ja, da will ich irgendwie gerade nicht, weil ich weiß auch nicht genau. Da wäre ein Turm. Okay, dann müssen wir in die andere Richtung. Ja, eigentlich muss ich einfach nur denken, aber ich habe irgendwie so ein bisschen die Lust nicht dazu, das umzusetzen, sozusagen. Und das machen wir später. Wir gehen jetzt zum Turm. Schneller zum Turm. Besser wäre ein Turm, der unterirdisch ist, aber also der runtergeht. Aber so einen zu finden ist extrem schwer. Boah, hat es hier eine Schlucht? Eine Grotte fast. Muss ich Pferd noch killen? Ich will Pferd killen. So. Und jetzt gehen wir gleich hinten rein. Spinnen. Also Spinnen können eigentlich weg. Ich will da irgendwie boah, erschreckt mich nicht so. So. Hier mal zumachen, dass die auch spawnen. Das nehmen wir nur Spinnen. So. Aha. Schon ein Boss. Auf dich habe ich gewartet. Bekommst du auch Schaden mal lieber? Ja, die mache ich jetzt weg. Die sind mir zu nervig. Zu nervig für den Dragon. Es ist hier unten nichts mehr. Kommt jetzt runter. Genau, ich mache jetzt da mal richtig eine Ding hin, ein Schutz. Ja, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Hallo? So. Es Monster, spawn Monster, ja. Es spawnen Monster. Könnte man sich so machen. So. So langsam fehlen mir die Bauklötze. Lasst mich. Lasst mich einfach in Ruhe. Stone Slabs. Ja, das ist auch schlecht.
So, jetzt haben wir es. Jetzt müssen die nur noch richtig hier runterfallen. So, und das machen wir da. Och, Menno. Ja, so wär's auch gut. Aber es ist ein bisschen schwer. Es ist sehr schwer. Gib mir ein Ringmonster. Oh, Erde oder so. Dieser komische Stoff, was es ist, weiß ich nicht genau. So. Weiter nach oben. Die Skelette mal wegmachen. So. Ja, hier haben wir nur Eisensachen. Am besten wäre es natürlich in der Mitte, aber jetzt habe ich den Ding weggemacht. Ah nein, da ist er. Das war immer noch Skelett von hier. So. Und hier oben sind noch Spinnen. Okay. So. Eine Meteorit-Axt haben wir noch gefunden. Einen Amboss. Einen gesamten Amboss. Boah. Nein. Die kann man ja werfen. Ich wollte sie trinken. Ich kenne mich nicht mehr aus. Ja, mach nix. Boah, jetzt dachte ich schon, der wirft mich hier runter. So. Wieder rauf. Und dann gehen wir eigentlich in den nächsten Part einer Verkundung und Dungeons. So. Könnten wir eigentlich den hier besiegen, den Boss? Wenn wir es schaffen. Oh, ein Dorfbewohner-Zombie. Okay. Nein, wir schaffen wahrscheinlich den noch nicht ganz. Weil er uns irgendwie dann kaputt macht, also runterwirft. Oder die den Turm kaputt macht, das wollte ich sagen. Ja. So könnten wir das vielleicht schaffen. Ich wollte das aber nicht. Ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht. Ich wollte es doch nicht. Boah. Ja. Okay, okay. Was? Burn to Crisp, Fighting Battle Ball. Beltlower Gold. Ah, shit. So leicht kann man sterben in Hexit. Ach, Menno. Andere haben so viel Glück und ich habe nie Glück. Und einfach, weil ich dachte, die oberste Kiste, die macht den Golem, aber nein, die zweite oberste Kiste auch, oder was? Hm. Schade um die Level. Ja, toll. Was soll ich jetzt machen? So ein Mist.
So, hallo? Geht's noch? Bist hier nicht willkommen? Ja, toll. Mann, sind so wenig. Ich bin völlig verzweifelt gerade. So, jetzt müssen wir uns hier durchgraben. Was mich gerade schon ein bisschen nervt. Aber wir müssen an mindestens die Spitzhacke kommen. Komm. La 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 la. Heute noch, morgen noch, gestern noch. So. Ja, eine Spitzhacke. Du hast meine Spitzhacke, meine gute Spitzhacke. Das geht mal gar nicht. So. Jetzt eigentlich noch die restlichen. Ah, oh, Männer. Das gibt's doch nicht. Das ist so scheiße, Alter. Heute geht's mir nicht so gut. Dann habe ich noch Probleme mit den Aufnahmen. Mit dem Server habe ich noch ein bisschen Probleme. Tut mir leid gerade, aber ich bin ein bisschen angeschissen. Keine Spitzhacke. Na toll. Ja. So. Ja, toll. Na, Mann, oh. Ich bin nicht du blöde Maus. So, jetzt bin ich wenigstens wieder ein bisschen, gerade ein bisschen, also, ja, soll ich sagen, das demotiviert ist weg. Und dadurch habe ich ein bisschen mehr wieder Puff im Arsch. Yay, 200 Zombies, Spinnen und, hey, wie schnell können die angreifen plötzlich? Spinnen und Skelette, das lag mir gerade auf der Zunge. So. Und jetzt eigentlich nochmals hochgehen. Geh jetzt endlich mal weg, du Scheißklotz. So, die Spitzhacken habe ich gemacht, um die mal zerstören zu können. Ja, die haben ja auch so richtigen Knockback. Ah, oh Mann, Minecraft kann so nervig und unfair manchmal sein. So, geht ja richtig lange zum Abbauen, aber immerhin, ja, es ist alles noch da. So, ach komm schon. So, da können wir mal ein paar Sachen in die Kiste tun. So. Okay, ein Dorfbewohner Zombie. Und normaler Zombie. Ist jetzt eigentlich der Golem kaputt oder ist er einfach irgendwo hier? Ja, okay, ich hab's gemerkt, dass du viel zu viel Leben hast. Tschüss. Lass mich jetzt in Frieden. Tschüss. Mach du den Turm kaputt, ja. Okay, ich gehe da aus der Rast. Gut, und hast es geschafft? Bist du nicht mehr wütend? Gut. Er hat sich beruhigt.
So, aber jetzt darf ich sterben nochmal. Ich habe genug vom Sterben. Ich habe genug vom Sterben. So, ja. Boah, nervige Folge heute. Ja, Dankeschön für die Creeper. Hier haben wir noch ein bisschen Erfahrung. Weniger Erfahrung trotzdem. Und es wird dann immer Nacht. Immer wieder Nacht. Ah. So. Und wir gehen ja eigentlich jetzt direkt mal weg. Das Wichtigste habe ich. Und im nächsten Part machen wir dann noch eine Diamant Chestplate. Müssen wir gar nicht machen. Hallo, ich habe es doch hier runtergetan. Was ist denn gerade los? So. Das hier, so. Guckt. Fleisch, Karotten mal hier hin. Weizen auch. Brot. Ja, richtig nervig, wenn das Spiel einem den Skill versaut, wenn man irgendwie runterfällt oder die Golems einfach nur unfair sind am Anfang, wenn man die Items nicht hat oder so. Und ja, wir sollten einfach mal in Erkundung gehen und halt Dungeons so machen, die man schafft. Irgendwann findet man auch Bossgegner und die droppen gute Sachen. Ja, dann haben wir auch Chancen gegen Golems, wenn wir einfach Damage machen. Ah ja, wir können eine Zweihand, ein Big Sword machen. Machen wir auch im nächsten Part. Verzaubern es mit so hoch, also Unbreaking am besten. Und jetzt können wir eigentlich jetzt noch machen. Der Part ist wahrscheinlich noch nicht ganz so lange. Ja, machen wir das jetzt. Also auf jeden Fall, ja, nervt mich das schon fast ein bisschen, dass halt Hexit so viele Gegner generiert, wo alles rüberschmeißt und alles Mögliche. Dass man schnell stirbt. Komm. Wir haben viel zu viele Männchen. Ich habe gesagt, komm. Dudes, ihr zwei. Also dann ihr zwei. So. Wir haben leider alle doppelt gemacht, weil die so weggerannt sind. Aber. Na, okay. So, also machen wir jetzt noch das Big Sword. Das macht immerhin Damage. Und im nächsten Part, in welche Richtung gehen wir auf Erkundung? Eigentlich nach Osten, oder? Noch kurz schauen. Ja, nach Osten ist am nächsten. Oder wollen wir im Westen weiter? Nein, im Osten, oder? Ja, im Osten. Also, jetzt machen wir das Big Sword. Das ist eigentlich relativ leicht. Das kenne ich alles noch. Ich spiele halt so viele Games, dass ich manchmal nicht genau weiß, also mir gerade nicht alles sofort einfällt. So jetzt, sowas. Ich habe es einfach falsch zusammengeschustert. So. Haben wir die Kriebe hier noch? Hallo? Mal ein bisschen ausleuchten hier. Okay, die Bücherregale könnten wir nach oben. Aber wir können eigentlich Maximum verzaubern. Auch ohne Bücherregal. Okay, ich lasse jetzt mal so. Weil Engineering Plus drauf ist. Und ich wollte ja, Looting könnte ich auch gebrauchen.
Da ist ja Unbreaking. So. Hallo. Fünfzehn Level. Ja, jetzt habe ich nur sechs Level. Könnten wir eigentlich das verwenden? Das andere Schwert. Um noch kurz ein paar Level zu machen. Ich will noch ein bisschen längere Part machen. Jetzt bin ich gerade wieder drin. Vorher war ich draußen. Weit draußen. Ach, ich mach das besser. Ja. So. Sieben Level, acht. Komm, acht. Kommt raus. Ja, machen wir das nächste Mal weiter. Und, es geht mir ein bisschen zu lange. Dankeschön fürs Schauen, auch wenn es ein bisschen ein blöder Part war wegen dem. Ja, runterfallen, ja. Zum einen halt der Golem und zum anderen wegen dem runterfallen und dann noch die Spinne oder was war, Skelett. Und ja, leider war es so, aber ja, so bleibt doch nicht das Let's Play auch spannend. Ich will es, dass es auch spannend bleibt. Rückschläge muss man immer verkraften. Ich sterbe nicht so unbedingt ungern, dass ich das auch darauf wütend bin, aber ich möchte schon ein bisschen eine Herausforderung haben. Aber in Minecraft stirbt man halt einfach zu schnell. Ohne gute Ausrüstung beim Hexit sowieso schnell. Und man bekommt einfach zu wenig Erfahrung. Das ist blöd. Ja, also, bis zum nächsten Part, euer Dragobasa. Tschüss.